Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ja, und heute, da geht's bei Chef on Air eigentlich genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Normalerweise stellen wir Ihnen ja immer spannende Unternehmen vor. Aber jetzt, Donnerstag und Freitag, da geht's ganz viel um Sport und auch um Sport hier in Frankfurt. Journalistin, Autorin und Be-Active-Botschafterin Susanne Fröhlich ist da. Hallöchen, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Und wir beide, muss ich wirklich sagen, wir haben eine engere Bindung, als du jetzt gerade noch vermutest, weil du wohnst bei mir und das schon seit meiner frühesten Kindheit. Da steht nämlich dein Buch bei uns im Wohnzimmer und meine Mama ist ein Riesenfan von dir, deshalb ist es für mich heute sehr besonders, dass du hier da bist und wir wollen auch ein bisschen heute und vor allem über Sport sprechen. Spielt ja auch in deinem Leben eine große Rolle. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ja, und bei mir ist heute Autorin und Moderatorin Susanne Fröhlich. Und wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten und du hast hier gesagt, oh, Chef on Air, das ist aber ein cooler Name, der passt zu mir, ne? Chefin on Air wäre mir noch lieber, aber ja, an sich, ja, ich bin so ein bisschen bossy. Also ich neige zum Bestimmertum. Ja, das kenne ich. Das ist bei mir ganz genauso. Aber dürfen wir Frauen ja auch, ne? Starke Frauen. Wir sprechen aber heute jetzt hier nicht so groß über dich als Chefin, sondern eher um den Sport. Denn du bist auch so eine kleine Sportskanone, ne? Ich bin so eine immer mal wieder Sportskanone. Aber Sport spielt in meinem Leben schon eine wirklich große Rolle. Mhm. Ich bin jetzt keine von diesen Sportlern, die sagen, ach, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich liege zum Beispiel wahnsinnig gerne auch auf der Couch. Mhm. Das ist eigentlich meine Paradedisziplin. Meine auch. Und wenn ich dabei noch essen kann und lesen oder eine schöne Serie gucken, fantastisch. Aber ich weiß um den Nutzen des Sports. Ja. Ich bin ja alt genug und ich weiß, wie ich mich nach dem Sport fühle. Ja. Und dieses Gefühl ist so unbezahlbar, finde ich, dass ich es eben auch mache. Und wenn ich es mal mache, dann macht es mir auch oft sehr viel Spaß. Ja, vor allem danach, ne? Das also ist auch manchmal währenddessen. Ach, komisch, also guck an. Ja, ich laufe ja zum Beispiel gerne. Ja. Ja, ich laufe durch den Wald, so, muss ich mich aufraffen. Mhm. So, ich ziehe morgens oft schon Sachen an, Sportsachen. Ja. Ich arbeite ja zu Hause, quasi immer Homeoffice. Also habe ich diese Sportsachen an und immer, wenn ich an mir runtergucke, ist es wie so ein Mahnmal. Du willst doch Sport machen. Oh, okay. So, und dann gehe ich an die Luft und das Gute ist ja, ich gehe raus an die Luft. Das ist das eine. Das ist ja schon mal gut fürs Gehirn auch. Ja. So, wird alles mal durchgelüftet, das schadet auch nicht. Und dann bewegst du dich. Und mit der Bewegung schüttet der Körper ja auch Hormone aus. Ja. Also man fühlt sich gut. Und danach kommt man an und hat das Gefühl, ich habe was erledigt, es hat mir gut getan. Also ich mache das nicht nur, um irgendwie die Figur zu halten oder zu erreichen oder abzunehmen. Ich mache das so als Gesamt, das macht einfach auch froh. Ja, das stimmt. Jetzt hast du gesagt, laufen gehst du auf jeden Fall. Was machst du noch oder war es das? Also Laufen ist für mich so eine Art, man nennt es ja auch Joggen, aber ich nenne es Laufen, weil diese, das haben mir Sportler ernsthaft erklärt. Ich nenne es bei mir Schleichen. Dass man da Laufen sagt und nicht Joggen. Ja. Ich mache das auch gerne in Lauftreffs, das gibt es ja von Vereinen zum Beispiel. Das stimmt, ja. Das motiviert ja nochmal anders und man hat Leute, mit denen man sich währenddessen unterhalten kann. Ja, das stimmt. Das heißt, man trifft sich, man hält sein Schwätzchen, was man sonst zu Hause macht und einen Kaffee trinkt und dann läuft man schön durch den Wald, erzählt sich mal alles, was man sich immer schon mal erzählen wollte. Ja. Und gut ist. Und ich sag auch immer meinen Single-Freundinnen, da lernst du auch gleich mal jemanden kennen. Ach, guck mal. Man muss clever sein. Ja. Also man geht dahin, wo man was macht, was man gerne macht. Und da sind andere da aus dem Verein. Und man guckt auch so über seinen Horizont und trifft ganz neue Leute. Es gibt tatsächlich auch in Frankfurt hier so einen Lauftreff. Und ich habe dem Gründer immer gesagt, ich komme mal vorbei. Ich habe es aber nie gemacht. Aber das mit dem Single-Sein, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also das ist ein gutes Argument, das du gerade geliefert hast. Vielleicht gehe ich ja dann doch nochmal dahin. Du hast gesagt, die Unterhaltung, die hilft dir mit den Leuten und wenn du alleine bist, dann hast du auch immer was Bestimmtes auf dem Ohr, ne? Ja, ich höre wahnsinnig gerne beim Laufen nicht etwa Musik, wie die meisten anderen. Man läuft schneller, wenn man Musik hört, das ist auch bei mir so. Ich höre Hörbücher oder ich lerne Spanisch, also ich höre mich selbst Vokabeln ab quasi. Ja, sehr gut. Ich sage dann immer das Wort und dann muss ich in die kleine Pause den so sprechen. Also wenn mich jemand sprechend durch den Wald laufen sieht, dann höre ich mich gerade selber ab. Oder ich höre Podcasts. Okay. Ich liebe Podcasts. Ja.
Und dann denke ich so, ja, jetzt ein, zwei Folgen laufe ich jetzt mal schön durch den Wald. Sehr, sehr gut. Also bei mir würde es keinen Sinn machen. Ich würde vor lauter Schnaufen gar nichts mehr auf dem Ohr hören, weil ich selbst so laut atmen würde beim Rennen oder beim Joggen. Nein, beim Laufen. Nein, aber das Gute ist ja, man macht ja wahnsinnig schnell Fortschritte. Und man muss ja auch nicht direkt sich anmelden zu einem Ultralauf oder zum Marathon. Mhm. Man kann ja auch kleine Häppchen machen und sagen, ich will in ein paar Monaten 5 Kilometer. Also man kann ja einsteigen in jedem Bereich beim Sport. Das finde ich so gut. Es gibt ja auch niedrigschwellige Angebote. Ja, das stimmt. Du hast 2004 war es, ne? Auch Moppel ich geschrieben. Da geht es ja auch um Abnehmen. Würdest du sagen, das geht wirklich auch nur mit Sport? Nee, man kann natürlich einfach auch gar nichts essen, dann nimmt man auch ab. Ist ja klar. Aber man erhöht seinen Grundumsatz. Also das, was der Körper verbraucht, erhöht man einfach, wenn man Sport treibt. Also Sport nützt. Und Sport lässt auch die Lust auf anderes Essen wachsen. Man hat nach Sport keine Lust auf Chips, sondern eher auf ein Stück Apfel. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ja, und heute wirklich Frauenpower hier. Und Starbesuch Susanne Fröhlich hat sich für uns Zeit genommen. Und wir haben auch ein besonderes Thema. Es geht nämlich um die Be Active Europäische Woche des Sports. Ende des Monats ist es soweit. Alle Programmpunkte, habe ich mir sagen lassen, kann man auch auf beactive-frankfurt.de sich jetzt schon anschauen. Da kriegt man mal so einen schönen Überblick, da ist wirklich einiges und ich glaube auch für jeden was dabei. Sport, also das große Thema. Susanne, du bist Botschafterin bei der Europäischen Woche des Sports. Was ist denn so deine Botschaft in Bezug auf Sport, Bewegung und Sport machen? Also Sport tut zum einen gut, das weiß ja jeder. Mhm. Wir wissen ja alle, dass wir Sport machen sollten. Ja. Aber dieses Sollten muss man mal wegtun und sagen, ich will Sport machen. So. Und dann haben wir ja alle irgendwelche Pläne, immer ab Montag gehe ich laufen, ab Montag gehe ich schwimmen, ab Montag mache ich das. Sport in der Gruppe zu machen, ist einfach top. Weil wenn man sich verabredet, also wenn du weißt, deine Freundin wartet dann und dann, da und da oder dein Kurs beginnt dann und dann, dann gehst du halt auch eher dahin. Ich habe eine Weile, wie gesagt, war ich bei einem Lauftreff und dann habe ich halt gewusst, okay, mittwochs trifft man sich dann und dann am Waldrand und dann wird das in Gruppen eingeteilt und man muss, ich glaube, die Angst von Leuten ist immer, wenn sie in einen Verein gehen, dass sie sagen, da bin ich zu schlecht, zu, das kann ich nicht und so. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also es gibt Walking-Gruppen, da wird wirklich durch den Wald geschlichen und dann gibt es die ganz schnellen und dazwischen gibt es alles für jeden. Und das Schöne ist, Sport ist ja wie, also das ist die günstigste Droge der Welt. Mhm. Das ändert die ganze Hormonlage des Körpers. Ja. Man wird richtig gepusht, wenn man sich selber einmal einen Tritt in den Hintern gibt. Du hast schon angesprochen, diese Sache mit dem Schweinehund. Was macht man, um den zu überwinden? Hast du einen Tipp für uns? Man muss versuchen, eine Gewohnheit zu entwickeln. Ja. Also du stehst ja auch nicht morgens auf und sagst, ach, putze ich mir heute mal die Zähne, ich weiß nicht so recht. Gibt es bestimmt auch ein paar. Gut, das hoffe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber man putzt sich einfach die Zähne. Und man putzt sich auch abends die Zähne. Mhm. So, und manche eben auch noch nachmittags. Ja. Und genau so muss man eben auch aufstehen und sagen, heute ist mein Sporttag. Man muss ja auch nicht von null auf 100 gehen. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, jetzt werde ich sportlich und dann rennen sie irgendwie jeden Tag durch die Gegend. Man kann ja auch, wie gesagt, ganz langsam anfangen. Dann macht man eben dreimal die Woche Sport. Man kann auch einfach seinen Hintern nehmen und mal um den Block gehen. Das stimmt. Generell ist rausgehen immer schon mal gut, weil wenn man rausgeht, bewegt man sich in irgendeiner Form. Man kann das Fahrrad nehmen statt das Auto. Man kann einfach laufen. Ich meine, wenn ich Kinder heute sehe, die sitzen rund um die Uhr zu Hause und datteln sich einen weg. Ja. Und die Eltern sagen, ja, was soll ich machen? Meld die im Verein an. Mhm. Irgendwas findet sich, was einem gefällt. Also das Angebot ist ja so riesig. Ob man jetzt Kampfsport machen will oder Leichtathletik oder Schwimmen. Alles. Und man kann sich ja auch immer so selbst, ich motiviere mich dadurch, dass ich mir so neue Herausforderungen suche. Gibt's da gerade was, was du so neu entdeckst? Ich kann schwimmen natürlich, so Gott sei so Dank dieses Hausfrauenschwimmen. Ja. Also ich mache Brustschwimmen und tauche schon mal den Kopf ein, aber das war's dann auch. Ich wollte immer schon kraulen können und das lerne ich gerade. Also ich lerne ist ein großes Wort, ich versuche es zu lernen. Und da bist du regelmäßig im Schwimmbad unterwegs und dann gehe ich ins Schwimmbad. Ich hasse Schwimmen eigentlich, weil ich das langweilig finde, dieses Kachelzählen. Ja. Aber diese Herausforderung und dieser Gedanke, wie ich irgendwann durch dieses Wasser gleite wie ein Delfin, das finde ich so toll, dass ich
ich irgendwie denke, das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht noch hinkriege. Na klar bin ich alt, aber... Aber du hattest da auch schon ein lustiges Erlebnis im Schwimmbad, ne? Ja, ich war in einem ganz normalen Hallenbad in einem Vorort von Frankfurt und schwimme und denke, was schwimmt dieser Mann auf der Bahn neben mir so seltsam? Der kam immer beim Brustschwimmen so vorne raus. Der kann das nicht. Und dann dachte ich, das ist ja irgendwie ganz komisch. Dann gucke ich auf seine Badekappe, war eine Deutschlandflagge und dann stand ein Name drunter. Und dann habe ich das natürlich schnell, als ich aus dem Wasser war, gegoogelt. Ja. Und dann sehe ich, ein Olympionike ist neben mir geschwommen. Und du fandst, er sah komisch aus. Ich fand erstmal, dass es komisch aussah. Jetzt, ich habe ihn schon 2-3 Mal danach gesehen, ich habe ihn auch angesprochen und habe gesagt, wow. Ja. Ja. Ich fand es so verrückt, dass man solche Begegnungen in einem öffentlichen kleinen Freibad hat. Auf jeden Fall. Und ich glaube, Schwimmen ist auch sowas, das wird vielleicht oft auch mal unterschätzt, ne? Weil du hast auch gesagt, das ist wirklich eine Herausforderung gerade für dich. Also diese Techniken zu erlernen, muss man aber auch nicht. Man kann auch mit seinem krumpeligen Brustschwimmstil da irgendwie vorankommen. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ja, und noch ist sie bei mir. Die Hälfte ist aber auch schon wieder rum. Susanne Fröhlich und so ein paar Tipps habe ich schon von ihr bekommen. Aber ich muss jetzt einfach noch einmal nachfragen. Du bist zweifach Mama, auch beruflich super erfolgreich und machst auch noch, ja doch, sehr viel Sport. Wie kriegt man das denn alles unter einen Hut? Muss man da nicht auch irgendwo Abstriche machen? Ja. Das muss man immer im Leben. Also alles, Perfektion gibt's ja nicht. Mhm. Das ist ja schon mal das Erste. Das ist auch erleichternd in Richtung Sport. Ich muss dazu sagen, meine Kinder sind ausgewildert erfolgreich. Mhm. Die sind raus. Okay. Ja, aber auch während ich die Kinder hatte. Klar. Ich habe zum Beispiel, ich hatte dann, da bin ich sehr viel gelaufen, dann hatte ich eben so einen Babyjogger. Mhm. Da habe ich das eine Kind reingesetzt, das noch klein war. Mhm. Und dann das hat dann auch immer ein schönes Nickerchen gemacht. Ja. Ja, frische Luft, habe ich gedacht, ist eh gut sehr fürs gut. Kind. Ja. So. Und meine Kinder waren auch immer im Verein zum Beispiel. Die habe ich relativ früh, habe ich gesagt, was willst du gerne machen? Dann haben die sich auch mal falsch entschieden. Meine Tochter hat mal Handball gespielt. Die wusste wirklich nach einem Jahr noch nicht, in welche Richtung man läuft. Dann dachte ich, okay, scheint nicht ihr Talentbereich nicht ihr Ding zu sein. Ja. Aber es gibt ja auch andere Sachen, die man machen kann. Mhm. Mein Sohn hat Kampfsport entdeckt. Ich habe als Kind Hockey gespielt. Ja. Ich habe das geliebt. Ich habe meine Freunde da getroffen. Ich weiß, dass man jetzt, dass Leute zu Hause sitzen und sagen, ja, ich würde in den Verein gehen, aber wenn man dann da reinkommt und alle gucken so und man war noch nie da, das geht ja vorbei. Beim zweiten Mal sagen die schon Hallo und beim dritten Mal sagen sie schon Hallo Susanne. Ja, wie war dein Wochenende? Ja. So. Genau. Also man lernt einfach auch neue Leute kennen und das finde ich einfach auch faszinierend. Und wenn man Sport eben mit anderen macht, hat man eine andere Motivation, es zu machen. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, manchmal ist es auch besser, also wenn es, du hast ja gesagt, wie findet man die Zeit und so weiter, man muss das machen, den Haushalt und den Beruf und die Kinder und keine Ahnung. Man kann den Kindern auch mal sagen, ihr fahrt mal mit dem Fahrrad, ich fahre euch mal heute nicht die Küche sieht auch ungeputzt noch eigentlich okay aus, die putze ich halt übermorgen. Ja. Das läuft jetzt auch nicht weg. Und jetzt mache ich mal was einfach für mich. Für mich, ja. Würdest du sagen, weil viele sagen ja, ich habe keine Zeit, um Sport zu machen, würdest du sagen, ich habe keine Zeit, ist einfach nur eine Ausrede? Ja. Ja, definitiv. Ich meine, ich habe früher immer, wenn Leute gesagt haben, ich habe wirklich keine Zeit. Also man setzt ja im Leben Prioritäten. Ja. Unser damaliger Außenminister Joschka Fischer ist gelaufen, fast jeden Tag. Also ganz ehrlich, wenn der Außenminister dann Zeit hat, dann habe ich, glaube ich, schon auch Zeit. Und es ist ja einfach eine Frage, man hat ja auch Zeit, abends 3 Stunden irgendeine Serie binge-watchen. Mhm. Und dann hat man auch Zeit, Sport zu machen. Okay. Ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe sogar keine Lust. Das verstehe ich auch oft. Ich habe oft auch keine Lust. Ja. Aber keine Zeit ist natürlich albern. Ich habe das verstanden. Das zählt also ab heute auch nicht mehr als Ausrede. Ja, ja, ja. Hast du persönlich eigentlich so eine entweder Abnehmen- oder Sportgeschichte? Ich, seit ein paar Jahren faste ich. Okay. Ja, das ist ja so die radikalste Variante. Mhm. Das geht aber eigentlich weniger, es geht auch ums Abnehmen. Man nimmt natürlich ab, wenn man gar nichts isst, ja. Ist klar. Ich mache das aber Heilfasten, das mache ich für meinen Rheuma. Ich habe Rheuma. Mhm. Und insofern ist das super. Und auch während ich das mache, also nichts esse, mache ich auch Sport. Okay. Also klappt das? Das klappt super. Ehrlich? Ja. Keine Kreislaufprobleme, nix? Nein, man hat mal kurz, wenn man aufsteht, ratzfatz, dann hat man mal ein bisschen Schwindel, aber eigentlich nein. Aber generell ist es ja, wir wissen es ja alle. Man muss es den Leuten ja nicht erklären. Mhm. Gesund essen
einigermaßen, wenigstens 80%, dann kann man auch 20% mal irgendwelchen Käse essen. Mhm. Das ist ja auch das Schöne nach dem Sport. Auf jeden Fall. Also man weiß, ja, ich habe ja schon was gemacht und dann wird mir auch verziehen, wenn ich heute zur grünen Soße eine Riesenportion Bratkartoffeln esse. Also du sagst, wenn man viel Sport macht, dann darf man sich auch mal das ein oder andere gönnen. Man darf sich generell was gönnen. Ja. Weil morgen kann man ja von der Straßenbahn überfahren werden und das wäre schade, wenn man abends vorher den Nachtisch weggelassen hätte. Ja, stimmt. Aber gute Einstellung, gefällt ja, mir. Ja, also man sollte nicht so streng mit sich sein, mhm, aber sich ab und zu mal selbst in den Hintern zu treten, das schadet jetzt auch nicht. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Ja, und noch ist sie da und wir haben auch noch ein bisschen Susanne Fröhlich. Geht's dir noch gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe ja eine tolle Aussicht hier, ja, bei euch. Ich meine, ich habe die Skyline vor Augen und das als Frankfurterin. Schön. Wunderbar. Und du hast uns auch irgendwie heute nochmal den Sommer mitgebracht, ne? Ja. Also ja, das ist ein wirklich kleines sehr Geschenk nett von dir. Ja. Dankeschön. Gern geschehen. Und wir haben gerade schon festgestellt, wir haben was gemeinsam. Erstens, wir mögen beide Mallorca sehr gerne. Und wir haben noch was gemeinsam, aber das weißt du noch gar nicht. Ich habe mich nämlich mal so ein bisschen schlau gemacht und einen Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Und ich habe gelesen, du hast mal Jura studiert. Ja, das stimmt. Okay, ich auch. Allerdings nicht ganz so erfolgreich. 2 Semester. Was hältst du dagegen? 4. Ah, na, immerhin. 4. Doppelt so lang, ja. Mhm. Aber, sagen wir mal so, keine richtig sportliche Leistung. Aber dann kommen wir auch zurück zum Sport. Darum geht's nämlich heute. Wir sind beim Thema und wir wollen über Sport reden. Würdest du sagen, du bist ja auch Frankfurterin, Frankfurt, das ist schon eine Stadt, wo man sporttechnisch so alles machen kann, was man will? Absolut. Ich meine, es gibt hunderte von Vereinen. Ja. Drüber 420 habe ich gelernt. 422, glaube ich sogar. Oder 20. 20, egal. 20, ja. Wir wollen uns nicht um 2 Vereine streiten. Nee. Ja. Also du kannst, glaube ich, ja von Rhönrad fahren über Fechten. Du kannst wirklich Zumba tanzen, du kannst Wassergymnastik machen, du kannst alles machen. Und das Schöne ist ja jetzt in dieser Sportwoche vom 23. bis zum 30. September, alle Vereine bieten was an. Ja. Und das kann man auf der Website angucken und dann kann man quasi reinschnuppern, mal mitmachen. Ja. Egal, ob man 77 ist oder eben 7 Jahre alt. Also es ist egal, es gibt ein Angebot für alle und es ist ja, man muss einfach nur mal hingehen und sich angucken. Genau. Und vielleicht gefällt es einem ja tatsächlich und man bekommt irgendwie Spaß an was. Also das ist ja eigentlich ein ganz schöner Gedanke, finde ich auch toll, dass das gemacht wird, dass die Vereine sich da so Mühe geben und irgendwie alle sagen, ja, da sind wir dabei. Die Europäische Woche des Sports vom Sportkreis Frankfurt und das Motto ist da ja Be Active. Würdest du sagen, das Motto, das passt, weil es sagt so ein bisschen, ja, egal was, aber Hauptsache mach was. Finde was, was dir gefällt und mach Sport. Ja, Hintern raus aus dem Sessel. Ja. Und einfach mal einen Anfang finden. Das einfach ist mal es. Gucken, was gibt's und vielleicht, das Erstaunliche ist ja, es gibt ja Sachen, die einem Spaß machen. Mhm. Also ich weiß noch, ich bin als Kind gern zum Hockeytraining gegangen. Ich war nicht besonders begabt, ich war nicht besonders schnell. Ich war dann auch ganz schnell, wurde ich ins Tor gestellt, ja, weil ich einfach nicht schnell genug gelaufen bin. Dann stand ich da im Tor. Aber ich hatte Spaß. Ja, das so, ist und ich hatte feste Termine. Und ich habe meinen kleinen Hintern einfach auch mal bewegt. Mhm. Und aus welchem Grund auch immer Sie das machen, Sie da draußen, Sie werden merken, es tut gut. Also es tut nicht nur dem Körper gut, sondern auch dem Hirn und dem Ganzen. So dass dieses Körpergefühl ist einfach ein anderes, wenn man Sport treibt. Auf jeden Fall. Jetzt steht die Woche ja bald an. Wir haben es gehört vom 23. bis zum 30. Es gibt ganz viele verschiedene Programmpunkte. Ich habe gestern gelernt, es gibt jetzt auch sowas, da klettert man so Stangen hoch und hält sich dann so dran fest. Wäre das sowas, was du vielleicht auch mal gerne ausprobieren würdest? Oder so ein Parcours ist ja gerade auch total im Kommen. Manchmal machen die das hier bei uns vor der Haustür. Da springen sie hier die Wände hoch. Würdest du das auch mal ausprobieren? Ja, ob ich jetzt die Wände hochspringen kann. Ich bin 58 und die allerleichteste bin ich auch. Du bist Marathon gelaufen. Ja, aber Marathon, ich bin so ein zähes Biest. Aha. Ja, so. Also ich glaube, ich bin sehr ausdauernd. Ich würde alles eigentlich auch mal probieren. Ich habe neulich auch mal wieder versucht, Skateboard zu fahren. Ach was, hat's geklappt? Nicht wirklich, finde ich. Also es war nicht so, dass ich schon in der Halfpipe will. Aber ich fahre jetzt zum Beispiel auch sehr viel Fahrrad. Das macht mir auch einen Riesenspaß. Und ich habe in meinem Umfeld auch Leute, die das jetzt wiederentdeckt haben durch diese E-Bikes, was weiß ich was. Ich fahre noch normales Fahrrad. Und das ist auch nett. Und ja, ich treffe mich auch während Corona habe ich mich mit Leuten getroffen zum Spazierengehen, zum Joggen, zum Fahrradfahren. Ja. Also einfach Kontakt draußen. Das ist schon schön. Ich würde eigentlich alles mal probieren, aber Stangen hochklettern,
sich. Es ist aber nicht Pole Dance gemeint. Ja, ja, genau. Also, allein der Gedanke, dass ich an der Stange tanze, ich glaube, das würde alle in meinem Bekanntenkreis wirklich tanzen sehr erheitern. Tanzen nicht so dein Gebiet? Nee, ich kann nicht tanzen. Das weiß ich schon mal. Ich finde, ich tanze gerne. Mhm. So. Tut gut. Auf einer Party. Es macht Spaß, man bewegt sich. Aber können, nein. So den klassischen Disco-Fox Rechts-Links-Tipp kriegen wir noch hin, oder? Nein, nicht wirklich. Aber man kann auch Spaß an Dingen haben, die man nicht kann. Man muss es nur tun. Und man muss nicht vorher einen perfekten Körper haben, um es zu tun. Oder ein bestimmtes Alter. Einfach raus und machen. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, und ich muss es gestehen, das war für mich so ziemlich die schnellste Chef on Air-Stunde, die ich hier jemals hatte. Es ging super schnell um. Und noch ist sie da, die Frankfurter Moderatorin, Journalistin und Buchautorin Susanne Fröhlich. Wir haben über die Europäische Woche des Sports gesprochen. Die findet jetzt vom 23. bis zum 30. September statt. Du bist dort Botschafterin. Das ist schon mal super, aber ich habe bei dir irgendwie das Gefühl, du bist so ein richtiges Multitalent. Also ich habe ja gerade schon einige Sachen aufgezählt, aber das ist ja noch gar nicht alles. Es gibt jetzt auch einen Podcast, ne? Von und mit dir. Ja, wir haben, ich mache den gemeinsam mit meiner Freundin Bärbel Schäfer. Mhm. Wir haben uns so die Podcast-Landschaft angeguckt und haben vor anderthalb Jahren abends mal beim Essen gesagt, ach, wir könnten eigentlich auch mal einen Podcast machen. Mhm. Und dann haben wir das angefangen und es macht wahnsinnig Spaß. Und die Beliebtheit von Podcasts nimmt ja auch richtig zu. Ja. Und wir besprechen so alles von Frauen, Männer, Kindererziehung. Ja. Mache ich das mit den Kindern oder mache ich doch lieber das? Ja. Und natürlich auch Politik, also alles, was einen so umtreibt. Und was einen bewegt. Ja, genau. Das kann sehr Profanes sein, das kann Ernsthaftes sein, das sind auch lustige Sachen, also über unsere eigenen Defizite. Mhm. Auch so Themen wie Sport, wie raff ich mich auf? Oh, schon wieder Sport. Ja. Buh, ich habe gemacht. Ich habe keine Zeit. Gott sei Dank, geschafft und so. All das heißt ausgesprochen, Fröhlich mit Schäfer heißt der Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und das macht Spaß und wir kriegen viel Feedback, auch auf Instagram und Facebook und wie das alles heißt. Ja, ich finde, man kann ja mal Neues ausprobieren. Auf nicht nur Fall. Beim Sport, sondern überhaupt im Leben. Also neugierig sein ist, glaube ich, das Beste gegen Altwerden. Also wenn man so Angst hat vom Altwerden, dass man so... Das ist ein Zeichen wirklich, wenn man nicht mehr neugierig ist, dann ist es richtig blöd. Dann kann man sich gleich auf die Couch legen und aufs Ende warten. Also neugierig sein, rausgehen, sich Sachen angucken, Dinge ausprobieren. Und all das will ja auch Be Active diese Woche. Auf jeden Fall, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich werde mir den Podcast auf jeden Fall mal anhören. Und jetzt sage ich erstmal danke, dass du hier heute meine Chefin on Air warst in dieser Spezialausgabe. Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen, sonnigen Sommertag. Und jetzt gucken wir erstmal, was in der Welt so los ist. Vielen, vielen Dank. Gerne.